Herzlich willkommen zurück beim Club 3. Wir haben einen spannenden ersten Teil erlebt mit sehr vielen Informationen, vor allem von unserem Gast Peter Pilz, ein Aufdecker und ehemaliger Politiker, der hartnäckig dran ist, die Mächtigen zu segieren, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ne? Nicht alle. Und wir haben vor allem über den tragischen Tod von Herrn Pilnacek gesprochen, die Auswirkungen auf die österreichische Volkspartei, was passieren könnte. Und wir waren zum Schluss, bevor wir in eine Werbepause gingen, beim Thema, welche Geschichten könnten noch kommen und gibt es noch Datenträger, die möglicherweise in Umlauf sind. Also Peter Pilz hat vorher gesagt, man weiß noch nicht, wo das Handy sich befindet. Also mein Wissensstand ist, dass es bei seinem Anwalt gelandet ist. Zunächst, das dürfte fix sein. Es gibt auch Vermutungen, dass die Polizei das Handy zunächst haben wollte. Also ist ziemlich konkret. Das würde ich auch so sehen. Ja, bitte, gerne. Was haben Sie sonst für Informationen? Und nicht die Verkehrspolizisten, die vorher da waren. Aufgrund mehrerer Hinweise ist, ich formuliere es wirklich vorsichtig, ist davon auszugehen, dass sich Kriminalbeamte, die in ständigen Kontakt mit ihren sehr hohen Vorgesetzten standen, um das Handy bemüht haben. Und es ist aufgrund unserer Erfahrungen sehr wichtig, dass das Handy nicht in die falschen Hände gerät. Das ist jetzt keine Unterstellung gegenüber der großartigen niederösterreichischen Kriminalpolizei, sondern nur ein Hinweis darauf, dass das vielleicht direkt zur Staatsanwältin gehört. Und bin mir sicher, dass, nachdem das ein Beweismittel ist, der Rechtsanwalt auch im Sinne des Verstorbenen dieses Handy der Staatsanwältin übergeben wird. Und dann steht ja nichts einer Auswertung im Weg. Und auf diese Auswertung bin ich nicht nur in Bezug auf die Sebastian Kurz-Kontakte sehr, sehr gespannt. Und die wird auch das Parlament interessieren. Die Frage ist, ob es zu Ermittlungen kommt. Die Staatsanwältin kann das Handy ja nur quasi auswerten, wenn es Ermittlungen gibt. Das muss man halt auch so sagen. Ne? Wenn man sagt, ist alles okay, dann kriegt das Handy wahrscheinlich seine Witwe, nehme ich an, und nicht wir. Ja? Dann würde ein zweites Verfahren genau dieselbe Frage aufwerfen. Ein mögliches Verfahren im Zusammenhang mit Amtsmissbrauch, Anstiftung zum Amtsmissbrauch aufgrund des Inhaltes des Bandes. Und da wäre dieses Handy genauso also ein wichtiges Beweismittel. Ich wollte das nur klarstellen. Ja, wenn das stattfindet, dann ja. Aber ansonsten muss man abwarten, ob es überhaupt Ermittlungen gibt. Na, selbstverständlich. Ohne Ermittlungen hat der Anwalt keinen Grund, das rauszugeben. Genau. Ich gehe derzeit davon aus, dass es zumindest eine staatsanwaltschaftliche Ermittlung geben wird. Und dann werden die das selber beantworten. Es gibt auch einen Laptop. Also ich habe das auch nur, ich weiß es nicht ganz konkret. Wie die meisten konkret. Von uns einen Laptop. Ja, aber meiner ist zumindest nicht weg. Der von Christian Pilnacek soll verschwunden sein. Und man weiß nicht genau, wo er sich befindet. Das ist auch eine spannende Geschichte. Da möglicherweise wird da auch noch einiges herauskommen, wer diesen Laptop besitzt und diese Daten rekonstruieren kann. Möglicherweise Millionen von gelöschten Geschichten. Das könnte eventuell auch noch einiges zutage fördern. Aber ich sage das jetzt wirklich nur im Konjunktiv. Also wenn es irgendwas mit der ÖVP zu tun hat, empfehle ich dringendst, in Wiener Parks alle Kinder wegen zu untersuchen. Und die lagen mir schon auf der Zunge. Das kann ich nicht. Ich auch nicht. Tor. Ja. Habe ich mir auch gedacht. Ja, aber ich finde, das ist ja das Spannende an dieser Causa, dass es ja nicht der erste Fall ist, wo wir immer wieder über diese Fragen stolpern und immer wieder Absurdität über Absurdität kommuniziert wird und man sich ja irgendwie fragt, es muss ja irgendwann mal auch ein Ende haben. Aber im Moment schaut es nicht so aus. Also ich wünsche mir, dass wir in der Politik wieder über Themen und genau. Sachthemen reden und nicht mehr die meiste Zeit darüber, wie mutmaßlich korrupt oder wie auch immer PolitikerInnen sind. Also das muss man schon aufarbeiten, wie korrupt Politiker sind. Und jetzt darf ich wieder einen Assistenzmoderator spielen. Und vielleicht kommen wir dann kurz über die Untersuchungsausschüsse, die ins Haus stehenden zwei oder vielleicht sogar drei zu sprechen. Weil ich fand den Ansatz von Beate Meinl-Reisinger, auch wenn das alles aufgedeckt gehört, schon interessant in ihrem Auftritt im Nationalrat, sehr bemerkenswert. Also ich glaube, wir müssen, also das Parlament sollte mit diesem ständigen gegenseitigen Streit und Diskussionen aufhören, wiewohl eine Aufklärung notwendig ist. Und ich frage mich da schon, ob dieser Wahlkampf nicht, und zwar von allen Seiten, ich glaube,
also vielleicht mit Ausnahme der kleineren Parteien, von allen Parteien nicht die Mutter aller Wahlschlachten, sondern die Mutter aller Schmutzkübel wird, weil das einfach so noch nie geahnt, weil ja, glaube ich, auch alle das Gefühl haben, man darf jetzt alle roten Linien überschreiten. Mhm. Und wahrscheinlich, welche roten Linien? Welche roten Linien im Fall? Rote Linie, zum Beispiel, dass man... Ja, das ich verstehe. Ein Fahrgespräch aufnimmt. Da bin ich ja vollkommen Ihrer Meinung. Aber die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses... Das ist keine rote Linie. Eben, damit man sich... Das ist was im Parlament völlig Normales. Es wäre eher nicht normal, wenn in dieser jetzigen Situation kein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird. Was mich so gewundert hat, ist, da gibt's so Galeriejournalisten, die jedes Mal, wenn ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird, so Geldverschwendung und sinnlos und Schmutzkübel und was der Teufel was. Galeriejournalismus ist neu. Schöner Journalismus, aber Galeriejournalismus. Es gibt auch sowas wie die Weiterentwicklung. Na, ist ja wurscht. Verlieren wir es nicht. Das für mich Wichtige ist, wenn ein Untersuchungsausschuss so wenig Zeit hat und relativ früh in Zeiten eines Vorwahlkampfes reinkommt, dann ist es wichtig, die ÖVP wird alles verteidigen, aber dass sich zumindest vier Parteien darauf einigen, dass sie sehr konzentriert und sachorientiert arbeiten, möglichst gut Akten und Dokumente beischaffen und dann in möglichst kurzer Zeit sehr, sehr präzise und zeitmäßig sparsam befragen. Das ist möglich. Ich habe so viele Untersuchungsausschüsse gemacht, das ist keine Kunst. Das ist nur die Frage, wie wirkungsvoll die Störmanöver der ÖVP sind. Da haben wir halt dann das Sobotka-Vorsitzproblem. Damit müssen wir leider noch eine Zeit lang leben. So, was kann rauskommen bei derartigen Untersuchungsausschüssen in so kurzer Zeit? Erstens, allein die Vorlage von weitgehend oder völlig unbekannten Dokumenten, Akten und vielen anderen Beweismitteln kann das Parlament und damit auch die Öffentlichkeit auf einen völlig anderen Wissensstand bringen. Zweitens, natürlich werden sich etliche... Es geht um die COFAG und es geht um Milliardenzahlungen. Ja. So Unterstützungszahlungen. Der Schlüsselvorwurf, den diese Parteien nicht die ÖVP untersuchen wollen, lautet, über COFAG und Ähnliches haben sich besonders reiche und einflussreiche Personen im Dunstkreis der ÖVP Vorteile verschafft. COFAG-Förderungen, Vorteile bei der Justiz, Vorteile bei der Steuer, beim Finanzamt und so weiter. Da kann man auch in wenigen Monaten mit 30, 40, 50 Auskunftspersonen sehr viel rausreden. Man soll nur nicht glauben, wenn man am Anfang die allerwichtigsten lädt, wie Benko, Sigi, Wolf und so weiter, dass die dann sagen, meiner soll ja, es tut mir alles so leid, jetzt erzähle, wie es gewesen ist. Das wird ja eher nicht passieren. Zumindest wäre überraschend. Das ist eine Überraschung. Ja, schlechtes Drehbuch. Wichtig ist, dass man sich konzentriert auf die Auskunftspersonen, die erstens viel wissen und zweitens bereit sind zu reden. Das sind oft mittlere und kleine Beamtinnen und Beamte, die keiner kennt und die selbst in ihren Ministerien und öffentlichen Einrichtungen gelitten haben unter dem, was man von ihnen verlangt hat. Wobei mich interessieren würde, ist, wie konnte man da so leicht, wie sagt man da, cheaten? Also wie konnte man da so leicht herumdrehen? Weil diese formalen Voraussetzungen, um diverse Hilfen zu bekommen, waren ja relativ technokratisch, würde ich mal sagen. Also die Steuerberater in dem Land haben echt was zu tun gehabt, aber nicht, weil sie quasi getrickst haben, sondern weil sie einfach beschäftigt waren, damit mit dieser Bürokratie umzugehen. Es war ja auch damals der Ruf von Oppositionspolitikern da zu sein, sie so bürokratisch niemand kriegt vor der Hilfe. Mhm. Deswegen wundere ich mich jetzt ehrlicherweise schon, dass das offenbar gegangen ist. Darf ich da noch Wir haben mal bei Zack Zack eine Geschichte untersucht, weil man dachte, in bestimmten Bereichen geht das unglaublich leicht und unbürokratisch. Das waren die Bordelle. Also die Bordellförderung ist in dermaßen großem Ausmaß unbürokratisch abgewickelt worden, als wäre das Funktionieren der Freudenhäuser eines der zentralen Anliegen
des Finanzministeriums. Ich habe mich selber darüber gewundert. Und Sie kennen genauso wie ich zahlreiche Unternehmerinnen, Unternehmer, nicht immer die ganz kleinen, aber sehr oft, die Anträge. Stimmt, völlig korrekt. Nur für unsere Zuschauer. Da ging es um Förderungen für Laufhäuser oder was auch immer, wie man das nennt. Ich kenne mich da nicht so aus. Selbstverständlich nicht. Und die haben das unter falschen Vorzeichen eingereicht. Also das war halt dann ein Astronomiebetrieb oder irgendwas, Nächtigungsgeschichten. Ja, vielleicht nächtigt auch wer dort, weiß ich nicht. Aber so haben die dann problemlos ihre Millionen bekommen. Jetzt muss man eins dazu sagen. Nur als Hintergrund. Ja, sie haben aber auch immer ihre Website dazu geschrieben bei den Anträgen. Und hätte der Sachbearbeiter bei der KOFAG da draufdruckt, dann hätte er plötzlich ein Angebot für 30, 40, 50 osteuropäische Frauen in einer verblüffenden Offenheit und Detailreichtum bekommen. Das ist wieder dieses Hauptthema. Ja, genau. Ich wollte auch gerade sagen, wir schweifen ab. Ich glaube, trotz danke, das allem. Ich auch gerade sagen. Wir sind heute so lieb miteinander. Ich finde, trotz allem ist es ja tatsächlich so auch die Frage, was bleibt bei den Menschen vor diesem Superwahljahr hängen? Und das, was ich schwierig finde, natürlich, wir müssen das unbedingt aufarbeiten und zwar so schnell und sicher wie möglich. Und gleichzeitig, so viele junge Menschen, mit denen ich rede, sind so, ja, das ist eh alles nur korrupt und die da oben richten sich's. Und die große Frage ist, warum und wie soll man in das Parlament und die Institution so vertrauen, wenn man sieht, was in den letzten Jahren alles schiefgelaufen ist und es dann mal auftaucht, weil ein Handy ins Wasser fällt, weil irgendwer von einer lustigen Schiffsfahrt ist. Also das macht das mit dem Vertrauen schon wirklich nicht einfach. Vertrauen kann man nur begründen, wenn man auf die Fragen, die die Menschen zu Recht bewegen, ehrliche und sachkundige Antworten hat und auch glaubwürdig versichern kann, dass man in der Lage ist oder zumindest ernsthaft versucht, das umzusetzen. Das heißt, das tut, wofür Politikerinnen und Politiker an und für sich gewählt werden. Und das geht von der Klimakatastrophe bis zu leistbaren Wohnungen, bis zu Betrieben, die wieder Land sehen und bis zur Zukunftspolitik in Forschung und Entwicklung. Und jetzt lasse ich noch 20 andere Schlüsselfelder raus. Ja, nur diese Katze beißt sich insofern ein bisschen in den Schweif, weil Politiker, die nur mit den eigenen Affären zu tun haben und den ganzen Tag und die Nacht strampeln, um sich über Wasser zu halten, ja, überhaupt keine Zeit mehr haben und keinen Gedanken mehr haben für Zukunftspolitik und für die Sorgen der Leute, weil sie sich nur mehr um die eigenen Sorgen kümmern. Das heißt, die Voraussetzung, um überhaupt wieder ernsthafte Politik zu machen, die unser Land dringend braucht, ist wahrscheinlich der Austausch vieler Politikerinnen und Politiker und im Fall der ÖVP und ich glaube der FPÖ zweier ganzer Parteien. Mhm. Mhm. Das würde ich teilen. Und das ist, ja, da gibt's eigentlich Wahlen. Wahlen, ja. Und ja. Aber da möchte ich jetzt nicht spekulieren, aber das ist der Punkt, an dem wir sind. Und aber gleichzeitig, Entschuldigung, glauben Sie nicht, dass all diese Krisen und all das, was jetzt geredet wird, von wegen die da oben und im Volksmund die Eliten, die ÖVP, die sich's richtet, die korrupt ist, das wird im Endeffekt fürchtig bei der Wahl der FPÖ auf das Wahlkonto zahlen, obwohl die ja noch ähnlich schlimm sind, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde ein ganz gutes Beispiel ist die SPÖ, die jetzt durch den Herrn Dr. Gusenbauer einen großen Problembären hat und dass der Herr Babler, würde ich jetzt, ohne dass ich ihn wirklich kenne, vermutlich noch nie in seinem Leben in einem ernsthaften Korruptionsfall auch nur angestreift, verwickelt etc. war. Das war, sage ich jetzt einfach einmal so hier. Und trotzdem hat jetzt auch die SPÖ mit dem Herrn Dr. Gusenbauer ein Problem, was ungerecht ist in dem Kontext der anderen. Ja, da möchte ich noch ganz kurz einen Schlusssatz anfügen, wenn ich darf, zu Kickl. Kickl hat ja Gusenbauer bezeichnet, nicht als Problembären, sondern als dicke, fette Spinne im Siegner-Netzwerk. Und ja, das ist auch eine Art von Möglichkeit für die Blauen, ich sage das jetzt völlig wertfrei, diese Bürden auszuschlachten. Und das gleiche und das gleiche Problem, ist meine Meinung, wir können dann gleich weiterreden nach einer Pause, hat die ÖVP mit dem Herrn Sobotka. Die werden das durchschleifen bis zur Wahl. Sollte er nicht vorab zurücktreten.
Ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für Sie da und wir haben noch das ein oder andere spannende Thema zu bereden. Danke sehr.